Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und huch, wo wächst denn hier ein Baum auf unserem Grundstück? Das ist ja unglaublich, mitten in der Luft, mitten auf unserem Luftschiff wächst nun ein Baum, den haben wir gestern gebaut. Wie immer könnt ihr das, was ich gestern im Stream gebaut habe, jetzt oben rechts sehen, beziehungsweise da seht ihr einen Link, der euch zu meinem anderen Kanal führt, wo ich die ganzen Streams quasi rüberlade. Und hier seht ihr mein Gewächshaus. Ich habe das alles nochmal ein bisschen verziert mit ein bisschen Lichtern. Wir haben gestern nicht allzu viel gemacht. Dieses Gewächshaus haben wir hier quasi gemacht und den Baum hingesetzt. Ja, und wir haben natürlich hier nochmal ein bisschen mit den Kabeln ein bisschen Platz geschaffen, weil ich musste hier rüber, sind hier durch die Wände gegangen, mussten diese Wand hier platzieren, weil wir so eine Wand da nicht platzieren konnten. Und hast du nicht gesehen, bla bla bla. So, und wie gesagt, wir haben den Baum platziert. Den ich recht cool finde da hinten. Ich habe noch ein bisschen was vor mit dem Baum. Definitiv. Zudem, wenn wir jetzt... Ups, das war falsch. Wenn wir jetzt auf unsere... Da. Werkstätten gucken, seht ihr? Keine Ausrufezeichen. Darum haben wir uns gestern intensiv gekümmert, dass wir jeden davon bedient haben, dass wirklich keiner mehr Stress macht. Das war mir recht wichtig. Übrigens, eigentlich kann das hier mal umplatziert werden, ne? So. Zack. Das kann eigentlich alles weg. Das kriegen wir noch irgendwie ein bisschen besser hin. Definitiv. Weil wir hatten das ja zuvor platziert, weil... Jetzt stehen die da. Wir haben das zuvor hier platziert, weil ja da unten ein Gebäude stand. Und jetzt ist es weg. Auch wenn die Leute immer noch denken, dass da irgendwas ist. Du sollst verkaufen! Du bist Verkäufer! Da hämmert er hier ein bisschen in den Luftraum. Hoch, was? Oh. Was haben wir denn hier? Da habe ich noch ein paar Teile gefunden. Ist ja unglaublich, dass hier irgendwo noch Müll rumliegt. Naja, umso mehr ich entferne, umso besser. Wir gehen ganz kurz nochmal hoch. Ich möchte gerne auf jeden Fall die Lücke schließen, die gerade entstanden ist. Und mit unserem Guppy müssen wir uns halt wirklich was anderes überlegen. Weil es war nur eine Notlösung, dass wir hier eine Statue inbauen. Wir stellen hier erstmal neben diese wirklich tolle Küchenmaschine hin, die ich hier hingebaut habe. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja endlich. So, Holz. Böden bitte. So, nochmal kurz fertig machen. Habe ich ganz vergessen, dass ich das gestern machen wollte. So, und hier haben wir jetzt unser Kuchenstand. Dem Kuchen. Kriegen wir ihn endlich. Oh. Ich werde niemals in den Genuss dieses Kuchens kommen. Ist traurig. Naja, auf jeden Fall haben wir noch die nächsten Wochen ordentlich was vor, gerade mit dem Baum. Ist es derzeit Herbst? Kann es sein, dass sich das einstellt oder habe ich einfach nur einen Herbstbaum gebaut? Ich weiß nicht, er sieht cool aus. Und deswegen behalten wir ihn auch. Hier ist noch nicht fertig. Hier fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Wir werden das auf jeden Fall noch ein bisschen dezenter bzw. besser gestalten. Aber das mit dem Licht finde ich cool. Wie das funktioniert hat, dass ich das da reinbauen konnte. Hat was. Das hat definitiv was. Auch wenn es hier nicht mehr so gut aussieht, weil hier so wenig ist. War das da hinten? Top, Freunde, top. Zudem habe ich gestern alles noch so gezeigt, was wir alles noch so bauen können. Falls ihr euch dafür interessiert, welche Mods ich installiert habe fürs Bauen, dann guckt einfach die Folge. Wie gesagt, vorhin habe ich sie oben rechts eingeblendet. Wenn ihr es immer noch sehen wollt, dann klickt doch oben rechts einfach auf das i, wenn ihr die Maus bewegt und dann findet ihr es auch. So, jedenfalls unsere Aufgaben. Ich glaube, die hier ist momentan ausgewählt, ne? Unterschlupf Randolph 2. Da wollten wir hin, da machen wir definitiv weiter. Oh, freut mich, dass wir wieder im Stream ein bisschen vorwärts gekommen sind. Ein bisschen was gebaut haben. Es wird allmählich werden, Freunde. Und es wird immer mehr und immer mehr. Ich werde immer mehr Mods installieren für unser Grundstück, sodass wir wirklich optimal bauen können. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Gegenstände erhalten, das kann ich euch sagen. Und damit kann man definitiv vieles anfangen. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Oh, übrigens sind wir Level 43 gekommen. Stimmt. Level Up müssen wir noch vergeben. Wer bist du denn? Ah, ich habe Piper vergessen. So Perversitierer. Okay, das war seltsam. Easy. So, der ist auf jeden Fall tot. Wir wissen, dass hier eigentlich zwei rumlaufen. Ah, da ist der zweite. Ich dachte schon, der ist nicht umgekippt. So, gib mal dein Fleisch und so weiter. Wir müssen nur kurz Piper holen.
Ich möchte Piper auf jeden Fall jetzt schon mal eine Power-Rüstung geben, die wir dann später upgraden. Die wird höchstwahrscheinlich pink oder so. Mal gucken. Müssen wir nochmal zurück. Das tut mir echt leid, dass ich das vergessen habe. Piper muss ich mitnehmen. Ich muss mit ihr auf jeden Fall eine gute Beziehung eingehen, damit sie uns diese Quest gibt und wir sie dann irgendwo stehen lassen. Vielleicht packen wir jeden Begleiter in ein verschiedenes Dorf rein. Einfach nur, damit sie da ein bisschen beschützen können. Hilfe bei Verteidigung Nordhagen. Hilft bei... Nein, ich helfe denen nicht. Ich hab denen da gestern so viele Verteidigungen gebaut, die können sich selbst verteidigen, ganz ehrlich. Ich bin doch hier kein Kindermädchen. Ich habe die Dörfer ja nicht gegründet. Ich bin nur Minuteman. Gut, ich bin Minuteman. Ja, ich verstehe schon. Aber nein, akzeptiere es nicht. Die sollen sich selber beschützen. Das geht mir so auf den Nerven, das fliegende Ding. Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen. Ihr seid großartig, Freunde. Ihr seid großartig. Ich glaube, ich kann nicht verhindern, dass sie hier rumstehen. Aber zumindest ist das Gebäude weg. Ne? Wer bist du? Muss arbeiten. Keine Hitler. Zeit zum Reden. Oh Gott, die ganzen Karawanen laufen hier durch. Wo ist Piper? Wir haben sie doch hierher geschickt, oder? Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen... Okay. Kann ich die noch mal kurz... Versorger? Kannst du nicht einfach mal irgendwo hingehen, zum Beispiel nicht mehr versorgen in der Kinderkrippe? Und du auch? Ich will nicht mehr, dass ihr alles Versorger seid. Ich will es wirklich nicht mehr. Da wird mir später was Besseres einfallen. Bist du immer noch Versorger? Müssen wir noch Versorger befehligen. Muss ich immer noch was befehligen hier. So. Nur die Frage, wo Piper rumhängt. Hatten wir sie letztens gesehen? Piper? Nein, du bist nicht Piper. Gut, wir weisen ihm einfach hier den Garten zu und dann passt das eigentlich, ne? Da, hier ist noch rot. Okay. Wo ist die Piper? Vor allem, warum hängen die alle unten ab? Hier ist doch hier ganze Action. Ach. Muss noch überlegen, wie wir das hinkriegen, ja? dass sie nicht mehr unten rumlaufen. Die Treppe zu entfernen ist, glaube ich, auch nicht der Sinn des Ganzen. Und die stehen auch noch auf der Treppe rum. Hä? Was ist? Bitte ich. Ich muss jetzt allein sein. Ich habe doch Piper offensichtlich hierher geschickt. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Oder? Oder hatten wir keinen Platz mehr? Auf jeden Fall soll sie... Ach, das ist die geklaute. Okay, sie kann die geklaute Rüstung haben. Wenn sie denn hier irgendwo sein soll. Ach, Piper. Mach keinen Scheiß. Du bist wahrscheinlich nicht Piper, ne? Ist die denn? Moment! Die Idee! Wir läuten die Glocke. Piper, Essen fassen! Wo bist du? Du bist nicht Piper. Ich verstehe es nicht. Ohne sie kann ich jetzt nicht losgehen, Freunde. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann ohne sie jetzt nicht losgehen. Ich brauche sie. Sie ist mein Leben. Müssten die eigentlich alle angewatschelt kommen, ne? Du findest, wonach du suchst, das weiß ich. Ich suche nach Piper. Ich hätte mehr tun sollen. Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Was? Piper, da bist du ja. Was hast du da hinten gemacht? Was könnte man daraus machen? Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Hey, Piper. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ganz genau, das tun wir. Klar. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Warum? Ach, Piper. Hey, schieß los. Hier drüben. Gut. Ich habe vergessen, mein Stuff abzulegen. Warte da. Okay, ich bin dann hier. Beweg dich kein Zentimeter, okay? Hey. Hm? Piper.
Du siehst aus, als könntest du einen Muntermacher gebrauchen. Ich hoffe, mir Kaugummi einzustecken. Ich kann sowieso nichts mehr tragen. Es ist an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Klar, ich gehe dann mal nach Hause. Ja, Sanctuary Hills, bitte. Bleib hier stehen. Ich komme wieder, sobald ich betragen kann. Ob ich das einfach vergessen habe. Das ist eine verdammt bittere Pille. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. Ich war da. Der gehört jetzt mir. Hätten wir einen Vorrat an sauberem Wasser, wäre alles ziemlich gut. Wieso, wir haben doch sauberes Wasser. Was hat er jetzt für ein Problem? So, Transfer. Das kann alles wegkrüppeln. Die behalten wir erstmal. Unbegrenzte Magazinkapazität. Müssen wir gucken, ob wir den noch umbauen. Das wollte ich eigentlich im Stream machen, ne? Blöd. Quick dich tot behalten wir definitiv. Sturmgewehr können wir auch noch ein bisschen was rausholen. Das Ziel ist für 10 Sekunden vergiftet. Das ist natürlich nice, aber das legen wir erstmal alles weg. Bis wir wieder mal ein bisschen rumbauen möchten. Ich würde sagen, entweder im Stream oder wenn wir das nächste Mal gemeinsam nach Hause gehen. Aber jetzt möchte ich das nicht, weil wir jetzt schon echt 10 Minuten hier rumgehangen haben. So. Gesamten Schrott abladen, bitte. Ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Geronimo! Weißt du was, wir geben hier einer meine Rüstung. Die geklauten Rüstung möchte ich irgendwie nicht vergeben. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl bei der geklauten Rüstung. Dass sie das nicht mag, wenn sie es trägt. Ich glaube, TCL hat nicht viel gebracht, oder? Ich glaube, ich musste mich hochbauen. Eingabe. Joa. Voll gescheatet, Alter. Aber ich falle jetzt nochmal runter. Ja, das war klar. Zum Glück ist sie mir nicht auf den Kopf gefallen. Das wäre es jetzt gewesen. So, jetzt gehen wir nochmal kurz hoch. Ja, ich gehe rein von alleine. Sauber. So, diese Rüstung kriegt Piper. Weißt du, wo sie da ist? Gut, dass du stehen geblieben bist. Bist ein braves Mädchen. Oh nein, der Regen macht mir meine Aufzeichnungen kaputt. Keine Sorge. Du bist gleich definitiv im Trocknen. Gehen wir zufällig in die gleiche Richtung? Ja, tun wir. Klar, gehen wir. Wird gemacht. Okay, Madame. Hey. Was kann ich für dich tun? Nein, sie soll da reingehen, nicht du. Ach Gott, ich dreh durch. Aussteigen. Bitte. Geh dorthin, dorthin. Gern doch. Nein, nicht du. Bitte nicht weglaufen, Piper. Du sollst hier in diese Rüstung einsteigen. Mehr will ich doch nicht. Aufgepasst. Sag einfach Bescheid. Hört sich nach einem Plan an. Oh yeah. Kaum zu glauben, dass ich mit meinem eigenen Relikt aus der Vorkriegszeit reise. Was ist mit deinem Helm passiert? Na gut, vielleicht muss man sie so erkennen. Gut, eigentlich wollte ich doch noch einen Stealth-Boy einbauen, ne? Zwar bist du da gerade runtergesprungen. Bist du des Wahnsinns? Ihr sollt da oben bleiben! Wozu baue ich das da oben überhaupt? Damit ihr Spaß habt beim Runterspringen, oder was? Leute, ey. Nee, regt mich auf. Nee, regt mich auf. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. So. Definitiv braucht sie einen Stealth-Boy. Ich hoffe, ich kann den schon einbauen. Ich mach mir nicht viel aus Good Neighbor. Da gibt's nichts als Ärger. Piper? Oh nein, bitte, bitte sag nicht, dass du da hinten stehen geblieben bist. Bitte. Bitte.
da bist du, Piper. Ja, braves Mädchen. Braves Mädchen. Piper? Hier draußen. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Von Tag zu Tag hangeln. Okay. Das sieht so komisch aus. Aufgepasst. Was gibt's denn zu tun? Guck dir das an. Tut mir leid, das ist nicht möglich. Aufgepasst. Wohin? Achte nicht auf die Unordnung. Ach, sie hat auch noch die ganzen Sachen dabei, ne? Okay, wir müssen sie entladen. Ach, da mein Chemieanzug. So. Gib mir den ganzen Kram her. Heute in der Folge, wir plündern Piper. Ach, scheiße. Ah, wie soll ich das vergessen? Oh Gott, gib alles hier, Mann. Munition ganz behalten. Okay. Was hast du vor? Ich möchte dich entladen, Piper, falls du es nicht gemerkt hast. Chemieanzug behalten wir mal. Hilfsmittel werde ich später selber entfernen. Ich entferne jetzt mal mein ganzes diverses Zeug, ganz ehrlich. Ich glaube, da waren gerade meine, weiß nicht, nochmal gleich Lockpicks dabei. Muss ich gleich nochmal rausholen. Ist doch schon viel angenehmer, ne? Schrotteinlager an. Mods lagern wir auch ein. Nur die Patronen behalten wir gut. Diverses Lockpicks. Ah, Nadeln da. Oh, Kronkorken. Okay, Papa, wie bekomme ich dich da jetzt raus? Aufgepasst. Nach dir. Wie bekomme ich dich da jetzt raus? Kleidung, Munition. Fusions. Nein. Fusionskern. War das nicht bei Munition? Wieso hast du noch so viele Waffen bei dir? Ach Gott, ey, Hälfte vergessen. Waffen. Krüppeltyp. Stimmt. War ja auch noch da. Behalten wir den erstmal, ne? Ich hoffe, ich habe nichts abgelegt. Das wäre jetzt ein bisschen traurig. So, Piper, ich will dich da rauskriegen. Ich muss deine Rüstung modifizieren. Ich kann sie nicht beklauen. Psst. Sag einfach Bescheid. Weißt du, wie kriegen wir sie jetzt da raus? Schieß los. Wie krieg ich dich da raus? Das ist Fusion. Warte mal. Andere war Fusionskern, ne? Muss ein Fusionskern sein. Fusionszelle gibt keinen Sinn. Scheiße, Mann, wir kriegen sie da nicht mehr raus. Okay, ich hab einen Plan. Hey. Reden. Piper. Ein Kronkorken für deine Gedanken. Du willst nicht wissen, was ich denke. So, du musst aus der Power-Rüstung raus. Du musst aus deiner Power-Rüstung raus. Alles klar. Ach Gott. Okay, wenigstens haben wir es herausgefunden. Wenigstens haben wir es herausgefunden. Ich weiß zwar nicht, was mit deinem Helm passiert ist, aber das ist egal. So. Gut, gucken wir mal. Standard. Können wir alles. Das könnten wir eigentlich alles machen, ja. Modell A. Wir können ihm Modell C geben. Explosionsschutz, Militärmarkierung umwandelt. Nitman. Ja.
Erhöht Energieresistenz. Ja, verringert Schaden durch Explosionen. Das könnten wir auch machen. Machen wir Militär. Extras können wir noch vergessen. Modell C. Militär. So. Walltech. Kriegt auch Militär. Torso. Modell C. Militär. Aber ich weiß nicht, was mit dem Helm passiert ist. Deathboy. So. Okay, wo muss man testen, ne? Was ist mit dem Helm passiert? Und irgendwie ist das eine Bein noch ein bisschen komisch, ne? Seit wann? Wo hast du die Bank her? Wo hast du die Bank her? Hä? Hey! Was kann ich für. Den Helm hast du nicht dabei, oder? Nö. Keine Ahnung, was mit dem Helm passiert ist. Hey! Sag einfach Bescheid. Aufgepasst. Wohin? Ja. So, jetzt können wir loslegen nach ca. 20 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich dahin komme. Ich habe noch das Kindermädchen für Piper, ey. Ich glaub's nicht. Guck mal, wie man das macht. Von hier aus geht man rein. Aber nein. Aha, Piper, Piper, Piper. Müsst ihr noch einen Helm suchen, auf jeden Fall. Aufgepasst. Nach dir. Na klar. Jetzt aber flott. Halleluja. Mit den Stöckelschuhen rein, bist du des Wahnsinns? Naja. Aber das Bein, das kotzt mich gerade noch so an. Naja. Aber passt, passt. Gut. Jetzt können wir endlich, sorry, 20 Minuten einfach komplett rausgeschmissen. Naja, dann schocken wir heute zumindest auf 40 Minuten auf in der Folge. Sonst habe ich mich jetzt dran gewöhnt, 50 Minuten zu machen. Für diejenigen, die den ganzen Part jetzt oder überspringen wollten oder übersprungen haben. Ich kann es euch nicht verdenken. Es war ein Hin und Her. Aber jetzt haben wir eine Piper mit. Wo sind die Leute? Oh, Rüstung. Das Bein von dir, dieses Bein. So, Stealth Boy. Saubere Nummer. So wollte ich das haben. Aber es ist nur, wenn du dich nicht bewegst, ne? Nur wenn sie sich nicht bewegt, ja gut, das hätte man sich sparen können. Aber gut. So, wir wollen da hinten in die Richtung. Da. Ach ja, die Kackbratze. Schon ist alles in Ordnung. Da waren wir schon mal drin. Ich weiß, da gab es Schätze und so weiter und so fort. Aber nochmal müssen wir da nicht rein. Und was zum Teufel ist das? Ach, das ist doch... Ah, das ist dieses Gebiet hier. Fast wäre ich nochmal drauf reingefallen. Diesmal aber nicht, Mädels. Ich mal nicht. Was ist denn das hier? Oh Gott! Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Das war's dann wohl. Da kommt einfach mal so ein fetter Bot raus. Das stimmt nämlich hier nicht. Das heißt, du bewacht. Ein Einsteiger-Safe, was du okay, okay. Wenn da jetzt nicht der übelste Scheiß drin ist, dann weiß ich auch nicht. Wer jetzt hier ein Plasma-Gewehr mit 50.000 Schaden haben. Ja. Patronen. Oh, eine Silbergabel. Okay. Wenn es doch nur eine Verwendung für das Zeug geben würde. Ja, ich glaube, der hat mehr Sachen dabei, als wir da bekommen haben. Ja, die Bots lassen wir da mal drin. Was zum Teufel hat er bewacht? War nur just for fun hier mittendrin? Halte ich für ein Gerücht. Was wäre passiert, wenn wir am Anfang hier lang gegangen wären? Ja, wir wären richtig am Arsch gewesen. Hab ich gehört? Was war das?
hoppla, ich hab die Leuchten umgebracht. Da ist er nochmal lang geflogen, Alter. Legendäre Leuchten, okay. Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkten Flächenschaden an. Nice. So, wo ist das fliegende Viechchen? Ich glaube, das finden wir nie wieder. Ach, da ist es. Ist ja erstmal wieder geflogen, Alter. Alles so interessant. Alles, was leuchtet, ist interessant. Und da dürfen wir jetzt momentan nicht hingehen. Huch. Oh, das Licht ist schon mal aus. Da ist eine Splittermine. Vielleicht uns mal bis zur Splittermine. Weil da wird wahrscheinlich der interessante Eingang sein. Supermutanten schlechter. Ist klar. Boah, da haben wir wieder ein bisschen Munition gesammelt. Der haut ein bisschen mehr rein. Wir sind hier nicht allein. Und auch nicht. Noch haben sie mich nicht entdeckt. Hör auf dich zu bewegen. Was meinst du, was das war? Ein Supermutant übrigens. Hey, da draußen ist was. Da draußen ist was, ich kämpfe bereits. Oh oh. Oh oh. Viper, zwei Schritte zurück. Zwei Schritte zurück! Er hat erstmal die Mine ausgelöst. Da waren zwei! Okay. Da waren zwei. Scheiße, jetzt stürmt's wieder. Ach, sollen wir da sogar rein? Ist das sogar unser Ziel? Das ist gut möglich. Aber das Gute ist, jetzt können uns die Gegner bestimmt schwerer hören, aber ich, Jo. Ich höre wahrscheinlich auch schlechter. Pier der Küstenwache. Also ich kann Gegner, kann ich jetzt bestimmt nicht mehr hören. Ach du Scheiße, das ist laut. Also einer ist hier auf jeden Fall noch. Ja, das ist unser Ziel. Und da oben ist er. Beten wir mal drum, dass das kein legendärer ist. Geräusch? Shit! Hast du nicht gesehen und nicht gehört? Es regnet zu sehr. Ach Scheiße. Okay. Hoffen wir mal, dass da oben nicht der Boss ist. Höchstwahrscheinlich ist es der Boss. Oh, Mr. Boss. Hä? Ach, der ist da drüben. Ja gut, dann kann er da drüben gerne abchillen. Ist mir scheißegal. Ich schau mich hier erstmal ein bisschen um. Oh, Ruhe. Eine Sekunde Ruhe. Ah, der Regen ist schon knallhart, ne? Also die Mod hat ziemlich viel aus dem Regen rausgeholt. Ich find's geil. Ich find's persönlich geil. Es macht's irgendwie ein bisschen realistischer. Wie schön. Nice. Na, Paper, was hast du gefunden? Die Stimpacks? Ich glaube schon. Okay. Madame, würden Sie bitte einen Schritt vortreten? Natürlich nicht. Fehlgeschlagen. Ja, Tenpennys Bluff, das kann mir eigentlich gestohlen bleiben. So, check. Hier ist ein Vertibird. Erstatte Desdemona Bericht. Wieso bist du tot? Höchstwahrscheinlich durch die Explosion, ne? Ah. Im Gebäude ist es auf jeden Fall cool. Dieses Prasseln vom Regen. Das ist schön. Auch wenn es hier reinregnet irgendwie. Gut, ist kein Wunder, wenn die Decke fehlt. Ich muss nur gucken, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu laut ist, der Regen. Also ich den vielleicht mal ein bisschen leiser mache. Gut, hast du noch was Schönes für mich? Er chillt ja in seiner Fahrerkabine. Unglaublich. Wo ist jetzt die Gewerkschaft, hä? Erstmal die Medizin von ihm klauen. Wenn er aufwacht, würde er sich aber freuen, wenn er keine Medizin mehr hat. Ha! So. Desdemona, ich komme zu Ihnen. Und wie immer natürlich zur Railroad.
Ich bin mal gespannt, wann wir diesen Punkt erreichen. Das Level Up, ne? Das Level Up muss ich auf jeden Fall dran denken. Wenn wir diesen Punkt erreichen, wo wir diese Quests nicht mehr machen dürfen. Das Level Up. So, natürlich Rüstungsmeister. Da sind wir ja derzeit fleißig dabei. Offenbar hat Randolph B811 aus dem Commonwealth geschafft. Das ist größtenteils dein Verdienst. Du beweist mehr und mehr, wie wichtig du für die Railroad bist. Dankeschön. Werde ich hierfür bezahlt? Werde ich hierfür bezahlt? Aber sicher. Mein Gefühl sagt mir, dass Mr. Timms der ist, der er vorgibt zu sein. Aber Pam ist noch nicht überzeugt. Kein direkter Kontakt, bis sie Entwarnung gibt. Wer ist Pam? Wer war noch Pam? War das nicht der Roboter? Fuß. Haben wir jetzt eine Aufgabe bekommen? Nö, ne? Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Synth getroffen. Doch, klar. Ich bete zu Gott, dass das Institut uns nicht. Bist du Pam? Zumindest Pam. Bald. Rekalibriere mit neuem Datensatz. Beginne mit der Wiederholungsquantifizierungsanalyse nach Deeprof. Willst du mich mit mir reden oder so? Alle Prozesse sind aktiv. Pam. Analysiere. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Pam! Beginne mit der Wiederholungsquantifizierung. Okay, sie ist anscheinend beschäftigt, wir sollen wahrscheinlich später wiederkommen. Manchmal stimmen die Geschichten. Du hast es in Mordenkraft. Na gut. Jetzt können wir endlich mal andere Quests machen, solange die da überlegt, ob der Typ cool ist oder nicht. Sprich mit Jack Cowbot über das Artefakt. Da. Das wollten wir schon seit Ewigkeiten machen. Nein, nein, nein! Ich hoffe, ich kann von da aus auch schnell reisen. Ansonsten müssen wir nochmal da durch. So, Karte. Tatsächlich, er ist zu Hause. Ach, Mann! Da ist Tür. er ist nicht zu Hause, er ist da, wo sein Vater war. So, jetzt kann ich aber schnell reisen. Das hat ihm ja gesagt, dass er eventuell da ist, weil er das Artefakt untersuchen wollte. Und jetzt gucken wir mal, was da für uns rausspringt. Höchstwahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr Stärke oder so. Das wäre schon ein guter Anfang, oder? Ich kann es mir aussuchen. Da muss ich aber vorher überlegen, ne? Was haben wir denn? Plus. Wir haben Beweglichkeit schon auf 10. Alter. Aha. Wenn dann Stärke, ne? Ich würde sagen, wenn dann Stärke. Dein letzter Kampf. Verdammt. Bitte was? Ich hab die Spur verloren. Wo kommt ihr denn her? Ich brauche jetzt Verstärkung. Wir verlieren Leute. Guckt ihr mal an, wie die Piper abgeht. Alter. Zerfetzt hat sie den Bengel. Wenn du willst, kann ich etwas für dich tragen. Ja, mit deiner Power-Rüstung kannst du so einiges tragen, ich weiß. Maria. Söldner. Ja gut, du brauchst dein Zeug nicht mehr, ne? Ja, wollen wir mal gucken. Parsons. Selbst der Name klingt irgendwie makaber. Oh mein Gott. So, wo könnte er jetzt sein? Ist wahrscheinlich im Labor, oder? Da gab es doch jetzt eine Abkürzung, da habe ich doch die Tür aufgemacht, oder? War das hier lang? Also ich möchte nicht der Typ sein, der hier die Fenster putzen muss. Ich glaube nicht, dass hier jemand noch Fenster putzen muss. Keine Ahnung, wo ich langlaufe. Achso, das ist Piper, die großen Schritte. Ich höre die ganze Zeit Schritte und denke mal, scheiße, da ist ein Gegner. Ich bin gar nicht dran gewöhnt, dass mir so ein Mensch folgt. Normalerweise ist der Hund da, der mich verfolgt. Und der ist ja eigentlich ganz brav. Macht keine dämlichen Geräusche. Tschüss, Piper, kannst alleine lang gehen. Scheiße, dieses Bond gleich hier, ne?
Das fette Viech. Hau ab. Hier ist kein Platz für dich, ey. Speck mal ab. Da bist du ja. Ja, da bist du wieder. Gute Nachrichten. Ich weiß, wie die Telekinese des Artefakts genutzt werden kann. Ich hab's an diesem alten Lasergewehr befestigt. Es ist nicht möglich, es ohne direkte Nervenverbindung zu kontrollieren. Diese Funktion wurde durch den Tod meines Vaters wohl oder übel zerstört. Aber du verfügst noch immer über eine mächtige, zielgerichtete Kraft. Schau's dir mal an. Lorenzos Artefaktpistole. Ach, das ist das Artefakt hier. Gamma-Patrone, 25 Schaden? Wie funktioniert es? Es verwendet normale Energiezellen. Die interne Energiezufuhr des Artefakts wurde zerstört. Ansonsten einfach zielen und schießen. Es tötet keine Menschen, aber vielleicht ist es trotzdem nützlich. Ich? Wohl eher nicht. Vielleicht reise ich endlich in den Südwesten. Mein Vater war überzeugt, dass eine weitere Stadt der Außerirdischen in der Mojave-Wüste begraben liegt. In der Mojave-Wüste? Was ist das alles? Ja, stell dich auf den Tisch rauf, ganz genau. Mach's dir bequem. Das Vibe. So, wir haben eine Waffe bekommen und zwar... Es tötet keine Menschen. Was macht es denn? Oh. Es tötet mich. Ich verstehe das nicht. Ich bin verkrüppelt. Wollt ihr mich verarschen? Hä? Achso, ich bin zu nah dran. Achso, je näher... Ah. Ah, ich schaue mir selber, wie ich nah dran bin. Ah. Okay, oh Gott. Nee, Mädel, aus dem Weg. Keine Ahnung, was du machst. Der nächste Nachruf. Naja, gut. Ich verstehe die Waffe nicht, Freunde. Wenn's mir einer von euch erklären könnte... Ich wäre glücklich. Ich weiß nicht, was diese Waffe soll. Naja. Hauen wir mal ab, wir haben eine Waffe von ihm bekommen. Das war nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Okay, das fette Viech kommt wieder rein. Ich stelle mich mal hier an die Tür. Ah, verzieh mich. Hab ich reingelegt. Bin ich hier in der Tür? Achso, stimmt. Stealthboy. Kurzzeitig vergessen, dass ich ihr einen Stealthboy gegeben habe. Das passiert schon mal. Ich dachte schon, sie wäre verschwunden. Verschwunden? Kannst du mal sehen, wie gut das Stealthboy funktioniert? Selbst ich sehe sie nicht mehr. Und ich habe hier einen High-Definition-Fernseher. Na gut, ich habe einen Bildschirm, ich gebe es zu. Aber es ist ein High-Definition-Bildschirm. So. In aller Welt kann man so etwas verdient haben. Ach, das war die Abkürzung, okay. Na, jetzt ist zu spät. Gut, wir haben ein Gewehr bekommen, das uns selbst verkrüppelt. Sollte ich mir mal gerne die Hände brechen wollen und die Arme verkrüppeln lassen, werde ich darauf zurückgreifen. Ansonsten sagt mir, was ich damit anfangen kann. Ich weiß wirklich nicht. Hallo, Dude. Ah, diese Pistole kannst du behalten. Vielleicht brauchst du sie ja noch. Na gut. Das hätten wir erledigt. Was gibt's denn noch so bei Sonstiges? Bringe Jet zu Mama Murphy. Untersuche das Museum der Hexerei. Es ist Zeit, Freunde. Wir sind jetzt stark genug dafür. Damals sind wir noch krepiert da hinten. Jetzt kriegen wir es hin. Du bist da unten? Alter, jetzt. Ich will da... Mann, ich will da hinreisen. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Gehen wir halt da hin. Ach, den Ort habe ich auch noch nicht entdeckt. Gehen wir da hin. Oh, da sehen wir schon mal, die Ecke habe ich schon mal nicht erkundet. Ich kann mich erinnern, dass da dieser Schrottplatz war, wo wir Probleme hatten. Wir werden da erstmal vorbeischauen, um Rache zu nehmen. Und ja, dann gehen wir zum Museum der Hexerei. Ist aber eine große Kakerlake.
Er macht ja den Moonwalk. Okay, hier war auch irgendwo eine Todeskralle. Ich erinnere mich. Irgendwo hier war hier eine Todeskralle. Irgendwo am Pier, ne? Naja. Wer? Die Todeskralle? Achso. Ja, kümmere dich um die Kakerlaken. Das ist dein Job. Wo war jetzt dieses Ding ins Kirchens? Ah. Das ist nur ein Augenbot. Hier war die Todeskralle. Und Meyerlocks, soweit ich mich erinnern kann. Meyerlocks und Todeskrallen. Ach ja, der Brahmin auf dem Dach. Stimmt, da war ja auch was. Wer weiß, was er da gemacht hat. Übrigens schön, wie die Sonne scheint und es regnet. Wo ist der Regenbogen? War das das hier? Das hier war der Schrottplatz, ne? Oh. Der Schuss braucht zu lange. Wie soll ich dich denn sehen? Fuck it. Wir sind hier nicht allein, Blue. Oh Gott, jetzt überlebt. Na komm, zeig dein Köpfchen. Ganz kurz nur. Oh oh. Hau mal ab, meine Kleine. Du hast mich das letzte Mal getötet. Jetzt war's es aber. Zum Glück habe ich kurz nach rechts geguckt. Alter, ich sehe nichts! Die Sonne! Die Sonne, sie blendet. Warum blendet mich die Sonne? Nichts getan habe ich hier. Was war das denn? Ich glaube, da kam irgendwie eine Atombombe geflogen. Ich habe nur gehört. Na gut. Aber Freunde, wir wissen, was uns jetzt da hinten erwartet. Und ich will diesen legendären Gunner tot sehen. Und das werden wir dann morgen machen zu einer neuen Folge Fallout Shelter im Überlebensmodus. Wenn ihr, wie gesagt, den Stream von gestern sehen wollt, wo ich gebaut habe, oben rechts findet ihr natürlich hier den Link. Einfach auf das i klicken und dann seid ihr glücklich. Oder ihr geht auf meine Startseite, da ist rechts natürlich auch der Kanal verlinkt. Haut rein, euer Zero. Tschüss.